Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video in der Miniserie. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid und wie ihr schon lesen konntet, ist das Thema heute Medizin. Ja, Medizin ist ein wichtiges Thema in Scum, denn ruckzuck kann das mal passieren, dass man irgendwo runterstürzt und sich die Haxen verletzt oder gar ein Zombie einschlägt oder schlimmstenfalls, ja, eine Kugel einen irgendwo trifft von einem bösen PvP-Spieler und dann blutet man sehr stark. Das Spiel gibt uns da schon so einiges an der Hand, da habt ihr schon so einiges an Auswahl auf den Tischen liegen, die ich euch zeigen will und ja, das ist das heutige Thema. So ist das, ich sag mal, nicht mehr tanzen, weil das ganz schön nervt, wie sie so rumzappelt. Gut, das System, oh Gott, ihr seht ja mal den ganzen Kram, den hier liegt, ist mittlerweile in dieser Version, in der ich spiele, Stand ist September 3.2021 zu diesem Video. Vielleicht werde ich mal ein neues machen, wenn sich da was ändert. Ja, dass wir verschiedene Verletzungsmuster haben können, wie zum Beispiel eine unbehandeltes. Das ist einfach immer, das passiert immer, wenn wir jetzt gleich geschlagen werden von einem Zombie, haben wir erstmal eine unbehandelte Verletzung. Die muss nicht unbedingt geheilt werden. Die sehen wir dann, wenn sie hier links nach links wandert und von alleine dann in der Stabilisierungsphase geht und später dann in der Erholungsphase, ohne dass wir Medikamente genommen haben, kein Problem. Es gibt aber auch Verletzungen halt, wie zum Beispiel stärkere Verletzungen, logisch, die behandelt werden müssen. Dann blutet unser ganzer Monitor hier und dafür haben wir dann einige Dinge. Ich werde gleich mal einen Zombie spawnen und mich natürlich dann verletzen lassen, aber das erst, wenn ich sicher bin, dass wir hier das alles durchgeredet haben. So, ich hoffe, das geht nicht so lange. So ein wichtiges Thema tatsächlich. Zudem hat der Entwickler uns was an der Hand gegeben, das habe ich mal rausgeschnitten und das ist nämlich das hier. Und da seht ihr auch, dass das Ganze hier nicht einfach nur heilen ist, nein, wir müssen das auch können, das heißt skillabhängig sein. Wir haben da zum Beispiel erstmal eine Klasse 1 Blutung, dann haben wir eine Klasse 2, Klasse 3 und Klasse 4 Blutung. Das hat jetzt mit dem Skill nichts zu tun, da seht ihr das dann weiter in der Liste nach, von links nach rechts, wie viel man von welchen braucht. Also, wir haben zum Beispiel, ich gehe mal kurz raus aus der Liste, zapp, hier die kleinste Variante, sich zu versorgen, bei wirklich ganz klitzekleinen Verletzungen oder die einfach nur beschleunigen. Wie gesagt, wenn sie selber heilen, können wir die ganze Sache auch beschleunigen und dementsprechend so einen kleinen Rex-Strip nehmen. Ne? Hier haben wir das große Teil davon. Wenn wir das zerlegen, kriegen wir nämlich die. Als nächste Stufe kommt dann die Bandage oder der Notverband. Den gibt es dann einmal einzeln zu finden, das kennen wir ja alle. Und ja, ein Fünferpack davon. Das sind so die ersten Grundversorgungssachen, die eigentlich hier so in der Regel reichen, wenn man nicht gerade fett angeschossen wird. Ne? Das ist schon mal was Schönes. Gut. Hallo. Gut, hier liegt einfach mal eine Knarre, keine Sorge, ich wollte mal eine ganze fette AK zusammenbauen. Ich mache das Ganze auf dem Singleplayer und dementsprechend angenehmer. Da kommen wir schon zu den erweiterten Medikamenten, sage ich schon, eigentlich nicht, Möglichkeiten, um eine Blutung zu stoppen. Dafür haben wir zum Beispiel einmal den Druckverband, dann haben wir mal dieses Hemo Static Dressing, das ist, ich glaube, das Pulver, was man auf blutenden Wunden schüttet, damit die Blutgerinnung stattfindet schneller und die Wunde sich damit verschließt. Das ist dann so die Stufe 2 und die allerletzte Stufe, die es tatsächlich auch bei uns in der Medizin gibt, ist der Tourniquet. Das ist tatsächlich so eine Art Gürtel, den man um den, ja, um die verletzte Extremität wie Arm oder Bein legt und dann mit diesem Hebel zudreht und dann, ja, arretiert festmacht, dass wirklich der Arm sozusagen nicht mehr durchblutet wird. Ja, das ist natürlich ziemlich krass und die letzte Variante und hier im Spiel dann wahrhaftig auch die stärkste, wie wir in der Liste nehmen können. Seht ihr das auch? Das ist immer das Letzte, was ihr da unten seht. Braucht man in egal welchen Skill und in welchen Verletzungsform immer nur ein einziges Mal. Das Ganze hat auch einen zeitlichen Ablauf in der Stabilisation. Das seht ihr und da sind die dann auch relativ fix. Ne? Also das ist schon eine geile Liste, finde ich auf jeden Fall. Gut, das zu den Medikamenten. Da sind ich noch gar nicht bei gewesen. Gibt es natürlich noch auch. Wir haben in Scum natürlich nicht nur das Problem, dass wir angeschossen werden, stürzen oder von Zombies geprügelt werden oder ein anderer Spieler wirft was auf einen, was auch immer hier so passiert. Nein, wir haben auch sowas wie Durchfall
und was auch sonst noch alles, ne? Und unterstützende Medikamente. Wir haben hier zum Beispiel schon mal Antibiotika. Das ist, wenn man so Fieber hat. Ich weiß nicht, ob das im Spiel wirklich schon implementiert ist. Also die Körpertemperatur kann man hier wahrscheinlich mit Antibiotikum nicht senken und hat in meinem Sinn noch keinen wirklichen Effekt hier, weil ich noch nie krank war. Also Husten oder Schnupfen gibt es ja hier noch nicht. Wollte ich nur auf den Tisch legen. Man hat immer einen Blister. Das ist so eine einzelne Packung, dann hat man so die Familienpackung, wo zwei von denen eigentlich drin sind und so eine große Dose. Das Ganze ist immer so zu finden. Dann kommen wir zu den interessanteren Dingen wie die Painkiller. Die haben tatsächlich schon eine Wirkung, wenn man zum Beispiel ja, tief stürzt und anfängt zu humpeln oder im Bein geschossen wurde, dann beschleunigt das dann auch die, ja nicht die Heilung, aber halt die Schmerzresistenz des Charakters und er kann zeitweise wieder laufen. Also könnte dir eine so eine Pille den Arsch retten. Man kann sich aber auch mit an überdosieren und das ist auch sehr ungesund für den Charakter. Dann haben wir natürlich noch das blöde Durchfall. Ne? Dafür gibt es die Aktivkohle, wieder mal ein Blister in großer Packung und in einer kleinen Packung. Ja, da steht sogar Milligramm drauf, voll witzig. Boah, 800 Milligramm sind das. Bestimmt Ibuprofen dann oder sowas. Und was ich nicht hier hingelegt habe, ist das gute alte Aspirin, denn irgendwann wird es auch mal den Herzinfarkt geben. Den hatte ich tatsächlich schon mal im Let's Play. Tatsächlich. Gut. Das zu diesen Dingen. Also wie gesagt, Grund, ja, Versorgung für kleine Wunden. Ja, wir haben noch Injektoren hier, einmal den Atropin und einmal den Adrenalin-Spritzeninjektor. Die haben im Endeffekt hier auch noch keinen Sinn. Es gibt sowas wie Nervengift zum Beispiel, was das Herz sozusagen extrem verlangsamt, bis es auf Null schlägt. Und dafür ist so eine Atropin-Spritze ganz gut. Aber ich glaube nicht, wenn ich mir die gebe, dass da was passiert im Spiel. Die wollte ich auch nur einfach mal hinlegen, weil sie wohl irgendwann mal eine Funktion haben. Aktuelle Herzfrequenz ist 83, ich injiziere mir Atropin und da müsste das eigentlich, oh, der hat immer noch 1 von 1. Ach, siehst du, die können wir gar nicht nehmen. Okay, dann auf Wiedersehen Atropin. Das Ganze wird aber auf jeden Fall irgendwann eine Rolle spielen, nehme ich nur mit auf, damit ihr das schon mal gesehen habt. Wir versuchen das mal mit den Adrenalin, wird wahrscheinlich auch nicht klappen. Nein, klappt auch nicht. Wir würden jetzt auf jeden Fall abgehen wie Schmidts Katze bei den beiden Medikamenten. Gut, ja, hat sich nichts getan. Jetzt wollen wir doch mal gucken, was so ein Zombie mit uns anstellen kann. Und ja, das ist ein ganz wichtiger Tisch, den habe ich nur Spaß mit dabei getan, ne? Okay, ein Druckverband, den habe ich nicht erklärt. Eigentlich fast selbst erklärt, der einen Führerschein hat, der hat es gelernt. Ein Druckverband ist das erste Mittel der Wahl bei einer sehr, sehr starken Wunde. Kann ja auch eine arterielle oder eine venöse, stark blutende Wunde sein. Um die arterielle abzubinden, ist natürlich dann so ein Druckverband ganz gut. Wenn man den ersten ja unerfolgreich hat, weil es weiter durchblutet, legt man noch einen zweiten an und dann würde ich schon auf den Tourniquet wechseln tatsächlich. So, gut, das nur mal zur Medizin. Bisschen bewaffnet bin ich ja, damit ich mich verteidigen kann, weil, wie gesagt, ich will mich ja halbwegs verprügeln lassen. Da habe ich das schon geübt. Und spawne mir doch einfach mal einen netten Zombie. Nicht ein Radio, kein MAE, kein Wasser. Die Uhrzeit ändere ich auch nicht. Und einen etwas gewichtigeren Zombie. Hat er mich noch nicht gesehen, weil ich hinter ihm bin? Oh, da bin ich ja. Okay, ich habe ein bisschen Bammel. Au! Ein Bleeding Style, wir machen den mal platt und gucken, was das bedeutet. Damit wir das gesehen haben. So. Ah, das ist meine leichteste Übung. Gut, wir bluten jetzt. Ihr seht, das ist eine C1-Blutung. Ich weiß nicht, ob das hier auch so hieß. Ja, Class 1, C1. Das ist nicht so schlimm. Denn, das verheilt jetzt, wie ihr seht, ganz alleine, wandert in die Stabilisierung nochmal. In der Zeit kriegt man keine HP wieder, aber dann in der Erholungsphase wird alles wieder gut. Ne? Also das geht von alleine weg. Das Ganze beschleunigen wir auch mal jetzt ganz fix mit einer dicken Bandage einfach. Wir haben zwei Blutungen, ich kann mir gleich zweimal eine geben. Ich muss ja nicht oft in der Tasche nehmen. Drückt man einfach drauf, sagt behandeln, also sucht sich ein Medikament aus oder eine Bandage. Verbindet die. Und die erste Blutung wird flöten gehen. Wow, das hat jetzt nicht funktioniert. Aber es beschleunigt das auf jeden Fall. Gut. Also ich habe den Eindruck, dass es jetzt beschleunigt ist. Warten wir ab. Also bei dem Puder muss das auf jeden Fall funktionieren. Rennt.
medizinisch gesehen. So, das ist jetzt fertig. Wir sind jetzt nicht mehr am Bluten. Wir haben jetzt hier eine Stabilisierung. Also die aktuelle Blutung ist weg. Testen einfach mal ein bisschen rum. Ich denke, da wird nicht viel passieren. Ich nehme mal so ein bisschen Painkillers. Nicht alles essen, eine reicht mir. Können hier eigentlich so schön mit rum experimentieren, aber das macht nicht viel Sinn, weil sonst müssen wir uns das selber aussuchen. Können ja die Extremität nochmal selber aussuchen. Hier ist eine Blutung oder eine Verletzung. Und da, die zeige ich dir auch nochmal einzeln an. Was ich auch sehr cool finde, muss ich sagen. Gut, holen wir uns den nächsten Zombie. Der muss uns die Hölle heiß machen. Ich gehe mal wieder so ein bisschen in den Nicht-Aggro-Modus. Ich will einen stärkeren... Ups, das war gar nicht der Plan. Einen stärkeren Militär-Zombie haben. Also einen kranken... So einen Arzt-Zombie, den stelle ich mir ein bisschen nett vor, ne? Oh, Mann. Zombie, Militär, Muskeln. Bam! Tut mir nichts! Aua! Aua, ich lasse mich mal ein bisschen versemmeln. I'm bleeding. Okay, wir sind jetzt... Aua, der ist schnell. Aua, der muss jetzt aber aufhören. Langsam, aber sicher. So, haben wir geschafft. Puh, überlebt. Ganz knapp. Dann... Schaue ich mal ganz schnell rein. Das Bild wird sogar schon grau. Haben wir wieder eine Behandlung, unnötige Wunde. Also man muss wahrscheinlich eine Schussverletzung haben, damit man wirklich eine schlimme bekommt. Könnt ihr das mal behandeln? Mit so einem Druckverband. Wäre Verschwendung, wenn es ja von alleine wieder heilt. Und ist sofort gelöst. Also mit sowas hier kriegt man das gar nicht in den Griff, oder? Es ist eine aktuelle Blutung. Na, ja, davon brauchen wir wieder mehr, weil mein Skill zum Beispiel nicht reicht. Versuchen wir jetzt mit 2. Boah, wie ich schon aussehe. Ja, 2 normale Bandagen oder 1 Druckverbrannt. Da seht ihr schon die Unterschiede, was das betrifft, in der ja, Anwendung. Das ist natürlich so eine Sache. Gut, das zu der kleinen Miniserie. Wie gesagt, Schussverletzung. Ihr könnt mehrfach getroffen werden in diesem Spiel, logischerweise. Brüste sind verletzt. Und habt dementsprechend immer mehr Baustellen, die ihr behandeln müsst. Verliert ihr zu schnell Blut, habt ihr fast keine Schnitte dann noch nachzukommen mit den Behandlungen oder ihr habt gar nicht so viel Material dabei, dass man so eine Wunde heilen kann. So, das einmal zu der Medizin. Ich blende noch einmal das hier ein. Das ist ganz interessant. Also ihr seht, eine Klasse 4 Blutung würde 5 normale Racks kosten. Die kleinen sind gar nicht mehr mit dabei tatsächlich. Und das ist natürlich schon ein wenig viel, ne? Also das kriegt man gleich schnellsten hin, aber 5 Bandagen. Boah. Ja gut, wenn man keinen Skill hat, ne? Ansonsten wird das, wenn man 4 Skill hat, auch relativ schnell und einfach zu behandeln sein. Aber man hat halt mehr manchmal zu bearbeiten. Und wir bluten immer noch, aber das hört gleich auf. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten... Ach nee, die blutet voll. Seht ihr? Ha, haben wir doch nur eine erwischt. Ja, direkt ein Tourniquet dran, wa? Ist das auch eine kritische Blutung 2? Auch nicht so schlimm, dass man einen Tourniquet braucht. Da wird ein Druckverband reichen, wenn mein Skill dementsprechend gut ist. Ja, da muss man wissen, was für ein Skill man auch hat, ist klar. Aber ein Druckverband ist schon hardcore. Hat gereicht. Wir überleben dieses Miniserienvideo. Und ich sage danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge in der Miniserie und natürlich im Hauptlet's Play. Bis dann!